Nordrach im Ortenaukreis. 2000 Menschen leben in der Gemeinde, die als staatlich anerkannter Luftkurort jährlich mehr als 175.000 Gäste zählt. Inmitten des Naturparks Schwarzwald gelegen, fühlt man sich dem Umwelt- und Klimaschutz besonders verpflichtet. Seit jeher nutzen die Nordracher die Kraft des Wassers zur Energieerzeugung und aktuell befinden sich neue Anlagen im Bau oder in Planung. Auf dem Dach der Hans-Jakob-Halle entstand ein privates Solarkraftwerk. Und die gemeindeeigene Holzhackschnitzelanlage versorgt alle kommunalen und kirchlichen Gebäude im Hauptort. Wir haben hier in Nordrach 80% Waldanteil auf der Gemarkung und damit liegt eigentlich auf der Hand, dass wir das Holz auch nutzen müssen. Da haben wir von der Kommune eine kommunale Hackschnitzelanlage gebaut. Verschiedene private Betreiber haben auch eine Hackschnitzelanlage gebaut und eine große Firma in Nordrach hat eine entsprechende Biomasseanlage gebaut. Dieses Biomassekraftwerk steht auf dem Gelände des Sägewerks Echtle. Aus Holzabfällen erzeugt die Anlage jährlich rund 7 Millionen Kilowattstunden Strom. Das reicht für etwa 1.300 Haushalte. Die anfallende Wärme kommt in den Holztrockenkammern zum Einsatz und versorgt über ein Fernwärmenetz eine Kurklinik sowie 32 Häuser mit Heiz- und Brauchwasser. So können jedes Jahr mehr als 1 Million Liter Heizöl und eine CO2-Menge von 9000 Tonnen eingespart werden. Weitere Maßnahmen ergänzen das Klimaschutzkonzept in Nordrach. Bei den Einsparmaßnahmen, da sind wir momentan dabei, die Straßenbeleuchtung zu optimieren. Dann haben wir alle kommunalen Gebäude ausgestattet mit Energiesparleuchten. Und wir haben auch für die Energieerzeugungsmaßnahmen haben wir alle Dächer in Nordrach mit einem Flugzeug vermessen lassen. Im Rahmen des Projektes Sun Area wurde dabei das solare Energiepotenzial in Nordrach ermittelt. Jeder Bürger kann sich auf der kommunalen Homepage darüber informieren, ob und in welchem Maße sein Dach für eine Solaranlage geeignet ist. Damit leistet die Gemeinde Nordrach gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Stärkung erneuerbarer Energien.